die leicht zu füllen sind. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. So, das heißt es halt warten. Ein Karren wurde ausgesandt. Geld verdienen, damit wir dieses Gebiet hier einnehmen können. Wobei es wahrscheinlich effektiver ist, dann erst einmal auf den Landvogt hochzugehen. Also dafür brauchen wir noch mehr Steine. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Hey, geht sich genau auf. Sehr schön. Da kommt noch mehr Geld. Da kommt auch noch Geld. Ja, da kommt Kräuter. Ich kann ja einmal Steine so kaufen. Das Geld dazu reicht mir ja locker. Hallo? Ja. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Na gut, das wussten wir halt so, weil wir können nicht diese Endstücke ansehen und das zählt dann leider nicht. Was ich doof finde, aber naja, ist halt so. Ein Karren wurde ausgesandt. So, verkaufen wir ein bisschen. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Wie gesagt, erstmal Landvogt werden. Dann bekommen wir nämlich an etwas mehr Geld. Oder dann am besten gleich noch Dings werden. Baron. Damit wir noch mehr Geld kommen. Ich werde stets mein Bestes geben in euren Diensten. Ja,
Ja, Baron ist das nächste. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. So, dann die. Langsam aber sicher aufbauen. Dann bauen wir als erstes, würde ich sagen, die Kirche aus. Ja, so kleine Popelbeträge an Heilkräutern verkauft bringt uns jetzt nichts gerade. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. So, das heißt, wir könnten hier unten jetzt schon mal ein Burgtor. Nein, ich will ja erst einmal die Kirche ausbauen. Und dann auch die Kirche nutzen, um an Geld zu kommen. Und ja, ich weiß, ich könnte hier noch weitere Steine kaufen. Allerdings wird mir das dann langsam zu teuer, der Spaß. Für das Geld, was ich gerade einnehme. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Ja, da kommt er ja doch schon, der nächste Wagen. Kirche ausbauen, Kirche nutzen, um Geld zu verdienen. So, da kommt die Fuhre Holz von dem Holzfäller. Theoretisch könnte ich jetzt nochmal versuchen, mich hier mit auf euren Befehl dem Tiger anzulegen. Mal gucken, ob ich jetzt auch Pakima als Landvogt jetzt etwas stärker ist. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Sofort. Verstanden. Ja, er ist jetzt ein bisschen stärker als der Tiger. Und ja, den zweiten Tiger wollen wir dann auch loswerden. Sofort. Auf euren Befehl. So,
Können wir das noch ausbauen? Die Kirche wird ausgebaut. Wir haben sogar fast schon wieder das Geld, um die Kirche, um das Lagerhaus auszubauen. Also ja, holen wir uns einmal Steine. Mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Dann haben wir auch schon die Steine, die wir brauchen. Fehlt uns halt nur noch das Gold. Aber selbst das nehmen wir jetzt nach und nach ein. 75 kommt durch die Kirche zustande. Steuern werden eingenommen. Da kommt nochmal 10 Gold. Dann können wir das Lagerhaus ausbauen. Akim zum Baron machen. Und ja, dann sehen wir weiter. Hier können wir übrigens eine Straße durchziehen. So, dann haben wir hier nämlich mehr Platz zu bauen. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Selbiges geht für... Ja? Dann machen wir es so. Okay. Gut. Lagerhaus. Haben wir noch nicht genug Geld. Aber da kommt ja jetzt Geld. Ah, jetzt haben wir Geld. Können wir noch einmal ausgeben. Wir können jetzt dann Hakim zum Baron machen. Zusammen sind wir weit gekommen. Dieser neue Titel ehrt mich. Ein Karren wurde zerstört. Das war unser Geld. Die Regenzeit hat eingesetzt. Zum Glück nicht unsere Steine. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Ei! Jawohl! Auf euren Befehl! Auf euren Befehl! Verstanden. Wie gesagt, der Ort hier ist perfekt für Weizen. Ich werde angegriffen. Also für noch mehr Holz und für Weizen. Ja, man merkt, Hakim macht jetzt dem Tiger deutlich mehr Schaden als er Hakim. Wären wir noch höheres Level, würde das noch besser klappen. Verstanden. So. Auf euren Befehl. Das Gute ist, es gibt da nachher sehr viele Steine, weil jetzt kommt dann schon... Nee. Na okay, es ist erst Juli. Aber ja, wir können unsere... Geld ein bisschen beschleunigen, indem wir die Leute wieder zur Messe rufen.